Hallo Leute, ich wurde gebeten, meine Holzlöffel mal in die Kamera zu halten. Das war der Holzlöffel, den ich geschnitzt hatte für meine Frau mit dem Real Steel Hunter 165. Da habe ich dann auch mein Markenzeichen, ein Loch mit einem andersfarbigen Holz dann versenkt reingemacht und mit dem alten ausgedienten Lötkolben ihren Namen hier reingeschrieben. Birke aus einem Stück Totholz geschnitten und dann habe ich von Kollegen ein Stück Ahorn bekommen, was so ein Randrindenstück ist. Daher ist auch hier diese Unförmigkeit. Ich hänge hinten Fotos dran an das Video. Dann kann man sehen, während ich diesen Löffel hauptsächlich nur mit dem Hunter gemacht habe und dann viel Schleifarbeit, ist dieses Salatbesteck in dieser Form ist entstanden aus einem Stück Holz mit etwas mehr Maschineneinsatz, also auch ein Bandschleifer und das ist Hartholz, da habe ich gedacht, da nehme ich mal Maschinen. Und weil wir gerade dabei sind, wegen Holz und selbstgemacht, ich weiß nicht, ob ihr das schon kennt, das ist so eine Art Kuxer in meinem Design, habe ich das Loch komplett ausgebrannt. Das war derselbe Stamm. Und dann anschließend aber auch mit dem Bandschleifer hier außen rum gegangen ein bisschen. Und hier noch mit der Standbohrmaschine durch. Es hat sich dann am Trocknen, haben sich dann Risse gebildet. Und die habe ich dicht bekommen, indem ich einfach Bienenwachs von der Kerze, von einer reinen Bienenwachskerze, im flüssigen Zustand reingekippt und sofort ausgeschwenkt habe. Hier drin, vorher habe ich den Inhalt über ein Teelicht, den Innenraum so über ein Teelicht aufgeheizt, richtig heiß gemacht. Und dann das flüssige Bienenwachs reingekippt und das hat sich dann überall in die Ritzen reingegossen und abgekittet. Also der ist wasserdicht. Ist eine kleine Menge, man kann aber daraus trinken. Das ist eine ganz kleine Spielerei gewesen. Und wo wir dabei sind, noch, das war ja meine selbstgemachte Lederscheide für mein Lieblingsbuschkraftmesser. Und nachdem ich das Werkzeugset von Buntbär bekommen habe und bei ihm jetzt war, habe ich mit ihm zusammen zwei Brettchen erstellt, die wir hier auf den Fulltank gebracht haben. Im Moment ein Zwischenstand, wollte ich euch auch mitteilen, habe ich mit 60er, 80er und 100er Schleifpapier jetzt soweit in Form gebracht. Liegt schön in der Hand. Ich wollte mal ein Messer haben mit einem dickeren Griff. Also daher so ein bisschen also erdnussförmig hier, weil es manche Aufgaben gibt, wo ich den Daumen so seitlich auflegen will und dann ohne abzurutschen einen guten zusätzlichen ziehenden Halt habe. Also, oder wenn ich etwas von mir wegschneide, wo ich nicht mehr den Daumen benutze, dass ich dann nicht nur hier nicht abrutsche, dadurch habe ich natürlich das, aber dass ich auch dann hier mit dem Daumen aufgreifen kann an der Seite des Griffes und dann noch ein bisschen so. Ja, 100er Papier, jetzt muss ich es erstmal probieren, ob die Form so für mich passt. Ich muss es im Einsatz probieren. Wenn das so passt, dann gehe ich auf 240
40er, dann auf 600er Papier auch über. Und das ist im Moment unbehandeltes Holz. Das ist ganz interessant. Das färbt sich irgendwie an der Luft automatisch so schön goldbraun. Jo, das ist mein Update zu meinen Holzlöffeln. Und wenn der dann nach dem Abwasch, wenn der dann so ein bisschen matt wird und grau, dann kriegt er einfach so einen Tropfen Olivenöl wieder drauf und fertig ist die Chose. Gefällt mir ganz gut. Dieses natürliche, plastikfreie und ist sogar noch aus Totholz entstanden. So, 1-2 Olivenöltropfen. Pflegt gleich die Hände mit und ist wieder geschützt für den nächsten Einsatz. Das gleiche können wir auch beim Salatbesteck machen. Besonders hier, wo die Maserung quasi Stirnfläche ist. Noch einen Tropfen für die Innenseite. So. Wunderbar. Also, ich bedanke mich fürs Reinschauen, für alle eure Unterstützung meines Kanals. Es macht einfach Spaß. Und tschüss, gute Nacht.